herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße euch. Heute gibt es eine schnelle, turboschnelle Schwarzwälder, Kirsch, Schmand, Prinzenrolle, Torte. Die mache ich für meine Schwägerin. Meine Schwägerin hat morgen Geburtstag. Ich mache die heute schon fertig. Und ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich habe ja in der letzten Zeit schon sehr oft mit der Prinzenrolle rumhantiert und ich möchte einfach wieder mal was Neues ausprobieren. Es ist wirklich super, super schnell zu machen und ihr braucht noch nicht mal einen Herd dabei anzustellen. Ja, einen Herd müsst ihr schon kurz anschalten, aber keinen Backofen anstellen. Und es ist wirklich super schnell gemacht. Okay, dann legen wir mal los, ihr Lieben. Bis gleich in der Küche. So, meine Lieben, jetzt bin ich in der Küche. Und zwar seht ihr jetzt schon mal die Form, die ich nehme. Was machst du denn da? Querhalten mit Hochkant. So, stimmt. Die Form benutze ich. Eine Rolle. Der Beugeler. 200 Gramm Butter, Margarine. 4 Becher Schmand, 4 Vanillezucker, dann habe ich hier ein Glas Kirschen aufgemacht, die ich abtropfen lasse, dann habe ich den Saft aufgefangen und dann mit 2 Tütchen Tortenguss, ja, den Tortenguss dann herstellen. So, dann fangen wir mal an. Dann legen wir jetzt los. Na gut, jetzt tun wir erstmal die Kekse hier klein machen.
für heute. Ich hoffe, euch hat das Rezept und das Video gut gefallen. Ist wirklich recht schnell zu machen. Viel Spaß beim Naschen. Wenn ihr das Rezept nachmachen solltet, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Däumchen hoch. Liked das, teilt es bitte. Ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn über eure lieben Kommentare freue ich mich natürlich auch. Bis demnächst. Bleibt mir schön gesund und munter. Bis demnächst. Eure Ela. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.